Potenziale eines Menschen fördern, damit er mehr Verantwortung für sein Leben übernehmen kann, das ist das Ziel der humanistischen Therapien, zu denen auch die Gestalttherapie gehört. Ihr Begründer Fritz Perls sprach bereits in den 60er Jahren vom Lebensskript, ein Begriff, der heute als Schlüsselbegriff der Transaktionsanalyse gilt. Hören Sie von Eva-Christina Zeller: Das Lebensskript verändern, Fritz Perls und die Gestalttherapie. Die Idee auf Gestalttherapie ist change paper people into real people. I know, it's a big mouthful. Der Grundgedanke der Gestalttherapie ist es, aus Papiermenschen wirkliche Menschen zu machen. Ich weiß, dass ich den Mund voll nehme, aber es geht darum, dass der leere Mensch unserer Zeit lebendig wird und dass wir ihn lehren, sein inneres Potenzial zu nutzen, dass er selbstbestimmt wird, ohne im Rebellischen stecken zu bleiben, dass er im Zentrum seiner Möglichkeiten ist und nicht nur eine Seite lebt. Das hört sich sehr anspruchsvoll an, aber ich glaube, dass es möglich ist und dass wir nicht Jahre oder Jahrzehnte lang ohne grundlegende Veränderungen auf der Couch liegen müssen. But I believe it's now possible that we can do it. That we don't have to lie on the couch for years, decades and centuries without essential changes. Fritz Perls, der Vater der Gestalttherapie, 1969 in Kalifornien. Der kleine Seitenhieb auf die Couch kommt nicht von ungefähr. Die Gestalttherapie ist die erste Therapieform, die der klassischen Psychoanalyse Konkurrenz machte. Fritz Perls und seine Frau Laura waren selbst Psychoanalytiker. Beide sind in Deutschland geboren. Als Juden und aktive Antifaschisten fliehen sie nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten nach Südafrika. Dort gründen sie das erste südafrikanische Institut für Psychoanalyse. Doch bereits hier entstehen die ersten Zweifel an Freuds Therapiekonzept. Als sich in Südafrika die Apartheid immer mehr durchsetzt, beschließen die Perls 1946, nach Amerika auszuwandern. Dort gründen sie eine Diskussionsgruppe, die sich heftig mit der Psychoanalyse auseinandersetzt und sich immer mehr davon entfernt, bis schließlich 1951 eine neue Psychotherapie aus der Taufe gehoben wird, die Gestalttherapie. Im Gegensatz zur klassischen Psychoanalyse, in der der Patient liegt und seinen Assoziationen nachgeht, ist die Gestalttherapie sehr körperorientiert. Beispielsweise kann der Klient in Rollenspielen Konflikte und Erlebnisse ausdrücken und vergegenwärtigen. Prozesse, die oft mit starken Gefühlen verbunden sind und eine befreiende Wirkung haben. Albrecht Böck, ein Gestalttherapeut heute. Erfahrungsgemäß ist es, das zeigt mir meine persönliche Erfahrung mit der Gestalttherapie und die Erfahrung der vielen Klienten, die ich gestalttherapeutisch begleiten konnte, dass es unglaublich ist, wenn die Blockaden, die uns daran hindern, unsere Potenziale zu leben, einmal aufgelöst sind, wie sehr dann Energien fließen können, wie sehr verbaute Lebenswege plötzlich frei werden. Auf diese Weise Menschen wirklich zu lebendigen Menschen im vollen Wortsinne werden können. In the structure with which we are most interested in is the structure of our life script. Die Struktur, die uns am meisten interessiert, ist die Struktur unseres Lebensskriptes, oft als Karma oder Schicksal bezeichnet. Wir sind uns nicht bewusst, dass wir unser eigenes Lebensskript schreiben, das oft mit Selbstquälerei, mit unnötigen Selbstverbesserungsspielen und Leistungsdenken einhergeht. Was wir anstreben, ist, unser Lebensskript umzuschreiben. Wie man das machen kann, ist ziemlich gut zu verstehen. So what we want to do is to reorganize our life script. And the means and ways to do it can be understood to quite an extent. Das Lebensskript ist eine verinnerlichte Lektion, die ich schon als Kind gelernt habe. Zum Beispiel, du bist nichts wert oder du musst dich um andere kümmern, damit du geliebt wirst. Ein Beispiel für so ein Lebensskript wird in der Arbeit von Martina deutlich. Wir befinden uns in einer Gruppentherapiesitzung von Julia Lambrecht,
Leiterin des Hamburger Gestaltinstituts. Martina ist Sozialpädagogin und fühlt sich seit einiger Zeit sehr erschöpft. Sie hat mit ihrem Chef ein Verhältnis angefangen, obwohl sie das gar nicht wollte. Sie weiß selbst nicht, wie sie da hineingeraten ist. Jetzt hat sie mit ihm Schluss gemacht und weiß nicht, wie sie ihrem Chef bei der Arbeit begegnen soll. Jetzt hatte sie ja gestern ein Erlebnis mit diesem Mann und fühlte sich hinterher ganz unwohl, weil sie nicht mit sich identisch war. Und dann haben wir geguckt, in dieser Verzweiflung, dieses Unwohlsein, was sie spürte, woher kennst du das? Kennst du das von früher? Weil sie wusste nicht so richtig, wieso bin ich eigentlich so? Wieso mache ich, schlafe ich mit einem Mann, den ich gar nicht liebe? Julia Lambrecht stellt einen leeren Stuhl vor sie hin und bittet sie, sich ihren Chef darauf vorzustellen und ihm zu schildern, wie es ihr mit dem Verhältnis ging. Martina sagt ihm, dass sie seine Einsamkeit spürt und dass sie ihm helfen wollte. Dass sie sich aber gar nicht in ihn verliebt hat und auch nicht vorhatte, mit ihm ins Bett zu gehen. Als nächstes soll sie auf seinem Stuhl Platz nehmen und schildern, wie es ihr geht, wenn sie in seine Rolle schlüpft. Als Chef sagt sie, ich habe mich in dich verliebt, Martina, aber ich wollte nicht, dass du mit mir ins Bett gehst, nur weil ich diesen Wunsch habe. Ich wollte nicht, dass du etwas tust, was du nicht möchtest. Dann setzt sich Martina wieder auf ihren Stuhl und plötzlich überkommt sie eine tiefe Traurigkeit. Ihr Kind zittert und sie beginnt zu weinen. Dann haben wir geguckt, was war denn, dass du früher dich auch vielleicht verleugnen musstest, in welchen Beziehungen, und dich vernachlässigt hast und immer nur für andere da warst. Und dann kam sie auf ihren Bruder, für den sie sehr sorgte, und noch mehr auf ihren Vater. Dann hat sie daraufhin gemerkt, dass sie den heutigen Freund mit dem Vater verwechselte. Freundschaft will sie, aber nicht Liebe. Julia Lambrecht stellt jetzt zwei Stühle vor sie hin, für den Bruder und den Vater. Als Martina in die Rolle des Vaters schlüpft, spürt sie seine große Bedürftigkeit. Sie versuchte, ihn damals zu trösten, obwohl sie eigentlich als Kind selber Trost und Unterstützung gebraucht hätte. Diese Dame, die ist so konditioniert worden von den Eltern, also so geprägt worden von den Eltern, dass sie für andere da zu sein hat und hat verlernt, für sich da zu sein. Das ist ja auch wichtig. Und es war ja ganz deutlich, dass sie gar nicht richtig wusste, was ihr fehlt. Ihre Ideale waren ausschließlich für andere da zu sein. Und dabei war sie unglücklich, weil ausgezehrt, weil sie für sich zu wenig tut. Sie, weiß ich auch, ihre Familie, drei Kinder großgezogen im jungen Alter und noch einen Beruf, die hat sich völlig verausgabt eigentlich und das merkt sie jetzt. Und das ging ihr in eine Männerbeziehung rein, wo sie das Gefühl hatte, sie muss für einen Mann sorgen, den sie eigentlich gar nicht liebt, aber für ihn da sein wollte. Und da hat sie den Mann ja auch gekränkt. Ja, und ich glaube, das wird sie demnächst anders machen. Da hat sie ganz tief verstanden, was sie auch anderen antut, wenn sie nicht für sich sorgt. Die meisten Lebensskripte werden in jungen Jahren angelegt. Aber sie können, so Pearls, erkannt und verändert werden. Für Martina hat ihr Lebensskript durch die Übung Gestalt angenommen. Auf einmal ist ihr ganz deutlich, wie oft sie sich im Leben selbst missachtet hat. Sie spürt eine große Traurigkeit und hält die Tränen nicht zurück. Julia Lambrecht fragt sie, ob die Gruppe ihr etwas geben kann. Martina bittet die Therapeutin, sie in den Arm zu nehmen. Berührungen sind in der Gestalttherapie im Gegensatz zur Psychoanalyse etwas ganz Natürliches. Martina erlebt in den Armen der Therapeutin für kurze Zeit etwas, was sie meinte, immer anderen geben zu müssen. Die Wärme und Geborgenheit, die ihr als Kind gefehlt haben. Hilfreich ist es anschließend auch für sie, zu hören, wie es den anderen in der Gruppe beim Zuschauen erging. Die Außenstehenden, die haben gesagt, Mensch, das kenne ich auch. Das kenne ich von meiner Beziehung dort und von einigen Ereignissen aus dem Berufsfeld auch. Dann kamen wir auf die Sozialarbeit, wo die Sozialpädagogen oft hilflose Helfer sind und Burnout-Syndrom haben, weil sie immer nur für andere da sind. Zu wenig Kraft und Zeit für sich verwenden dürfen und da haben sich eben manche wiedererkannt. Vielen fallen eigene Erlebnisse ein, wo sie für Mutter oder Vater da sein wollten und sie getröstet haben, obwohl sie doch selbst Trost nötig gehabt hätten. Eine Teilnehmerin erzählt, ihr sei es gerade wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ihr Ärger auf den Freund, der so wenig Zeit für sie hat, eigentlich ein Ärger auf ihren Vater ist, der immer mit seinem Beruf verheiratet war. So sind die Teilnehmer im Kreis während der Gestalttherapiesitzung nicht nur Beobachter, sondern gehen innerlich mit, werden sich ihrer eigenen Übertragungen bewusst
und sind für die Person in der Mitte eine zusätzliche Kraft und Erkenntnisquelle. Martina hat ihr eigenes Lebensskript nicht nur durchschaut, sondern ganz direkt im Erlebnis auf dem leeren Stuhl erfahren und reflektiert. Am Ende ist die Gestalt geschlossen, wie die Gestalttherapeuten sagen. Gestalt ist ein Begriff, der aus der Gestaltpsychologie kommt. Es geht hierbei nicht um Gestaltung, sondern darum, dass der Mensch immer das Ganze, Vollständige anstrebt. Für die Gestalttherapie heißt das, dass der Klient mit einer Vielzahl an Übungen dazu angeregt wird, abgelehnte oder vergessene Persönlichkeitsanteile zu entdecken und sie in den Alltag zu integrieren, sich gehemmter oder verloren gegangener Fähigkeiten und Gefühle bewusst zu werden oder unabgeschlossenen Beziehungen aus der Vergangenheit auf neue Weise zu begegnen und so seinen inneren Frieden mit ihnen zu machen. Fritz Perls? So there are 1000 unfinished Gestalten. How to get hold of this Gestalten? So gibt es tausende von unvollendeten Gestalten. Wie kommt man an diese Gestalten? Ganz einfach. Diese Gestalten tauchen auf. Das Wichtigste und Drängendste wird zuerst auftauchen. Wir müssen nicht, wie Freud, in das tiefste Unbewusste graben, um das Offensichtliche klar wahrzunehmen. Was wir also zu tun versuchen, ist, dass wir das Jetzt, die Gegenwart, verstehen und sehen, was im Jetzt passiert. Was wir versuchen zu tun in Gestalttherapie, ist, das Wort Now zu verstehen, the present, the awareness, and see what happens in the now. Ein Beispiel für eine offene Gestalt und wie Fritz Perls sie selbst in einer Therapiesitzung geschlossen hat, schildert der Gestalttherapeut Victor Chu. Ich habe gelernt bei Jim Simkin, ein Psychologe aus den USA, ein direkter Schüler von Fritz Perls, und er war am Anfang richtiger Patient bei Fritz Perls, also noch auf der Couch lag er und Fritz Perls saß dann bei ihm als Psychoanalytiker. Aber er hatte eben auch schon die Art, mit jemandem zu arbeiten, die sehr direkt war. Jim, der erzählte, dass er damals den Verlust seines Bruders im Zweiten Weltkrieg nicht verarbeitet hat und dass er auf irgendeine Art und Weise noch verhärtet war. Sie kamen auf diese Geschichte und dann bat ihn der Fritz, sag bitte deinem Bruder goodbye, Bob. Der Jim wiederholte diese Worte und brach in Tränen aus. Und ein Schwall von Schmerz, den er bis dahin zurückgehalten hat und von dem er vielleicht auch gar keine Ahnung hatte, brach aus ihm heraus und das floss. Und dieses Erlebnis war für ihn so wichtig, dass er später, wenn er eine Gestaltgruppe leitete, dass er Wert darauf legte, dass man sich verabschiedete. Fritz Perls ermöglicht es hier seinem Schüler Jim Simkin, etwas zu tun, was dieser in der Realität nicht tun konnte, nämlich sich von seinem Bruder zu verabschieden. Und zwar jetzt, hier und gleich. Durch das Verabschieden wird die Gestalt geschlossen. Hier wird nicht in der Vergangenheit gegraben und geguckt, woher kommt etwas und warum geht es mir schlecht, sondern es wird geguckt, wohin möchte ich und was steht dabei im Wege und wie kann ich das, was im Wege steht oder wie ich mir im Wege stehe, wie kann ich das verändern. Es ist also, wenn man so will, keine problemorientierte Therapie, sondern eine lösungsorientierte Therapie. Fritz Perls spricht vom Here and Now, vom Hier und Jetzt und von der Awareness, was man im Deutschen schlecht mit Bewusstsein, besser mit Gewahrsein übersetzt, weil es darum geht, im Jetzt, im Hier zu spüren, was ist Vordergrund in meiner Wahrnehmung, was spüre ich, was fühle ich, wohin tendiere ich, was möchte ich erreichen. Und sozusagen von sich aus ist der Organismus in der Lage zu spüren, was im Moment für ihn Priorität hat, was am wichtigsten ist. Insofern ist die wichtigste Methode der Gestalttherapie darin zu sehen, jemandes Gewahrsein für sich selbst und seine Umwelt zu fördern und auf diese Weise wieder den Selbstfluss, könnte man sagen, in natürlicher Weise in Gang zu setzen. Fritz Perls war in den 50er Jahren in Japan gewesen und hatte dort den Zen-Buddhismus kennengelernt.
Dadurch war sein Blick für die Bedeutung des Hier und Jetzt geschärft und er machte dieses Gewahrsein zum Ausgangspunkt in der Therapie. Seine Frau Laura Pearls war dagegen mehr von dem berühmten Religionsphilosophen Martin Buber geprägt, bei dem sie in Frankfurt studiert hatte. Sein Satz »Der Mensch wird am Du zum Ich« wurde zur Grundlage ihres Menschenbildes. Für sie stand in der Gestalttherapie die Beziehung im Vordergrund. Bis zu ihrem Tod im Jahre 1990 arbeitete sie in New York, kam aber nach dem Tod von Fritz Perls im Jahre 1970 immer wieder nach Deutschland, wo sie auch Gestalttherapeuten ausbildete. Sie trat zunehmend aus dem Schatten ihres Mannes und ihr Einfluss auf die Gestalttherapie, insbesondere das dialogische Prinzip, wird heute immer deutlicher. Eine Kurzdefinition der Gestalttherapie verbindet die beiden Schwerpunkte von Fritz und Laura Pearls. Ich und du im Hier und Jetzt. Wichtig war dabei beiden, dass der Klient im Tun neue emotionale Erfahrungen macht. Das Denken alleine löst keine Probleme, war ihre Erfahrung. Und damit liegen sie ganz auf einer Wellenlänge mit dem bekannten Neurobiologen Gerald Hüther, der sagt, nur was unter die Haut geht, verändert. Das hat auch Susanne erlebt, die an einem Gestaltworkshop von Albrecht Böck teilnahm. Sie hatte gerade eine Trennung hinter sich und litt darunter, dass sie keinen Zugang zu ihrer Trauer fand. Ich weine im Durchschnitt einmal im Jahr in meinem stillen Kämmerlein und ich bin jetzt gerade dabei und habe auch an diesem Wochenende eine Übung gemacht, wo ich zuerst sehr sauer war. Nee, ich war nicht mehr sauer, ich wollte einfach nur mich bewegen und ich hätte mich am liebsten geboxt und mal einfach pure Energie rausgelassen und das durfte ich, den Raum habe ich dann bekommen. Also es hat sich ein Gruppenmitglied auch angeboten, es war ein männlicher Teilnehmer zum Glück, der war ziemlich stark und da konnte ich mich kräftig gegen drücken, wir haben so Hände an Hände und dann habe ich gedrückt, was das Zeug hielt und kam darüber dann irgendwann zu meiner Trauer, dass ich gemerkt habe, es ist zwar einerseits so dieses Unzufriedene, Wütende, aber dass dahinter auch ganz viel Trauer steckt und es fällt mir sehr schwer, vor Menschen zu weinen. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich hätte jetzt gerne mein stilles Kämmerlein und das hat mir der Albrecht Böck in dieser Gruppe ermöglicht, indem er sich mit mir, mit dem Rücken zur Gruppe, an die Wand gesetzt hat. Da hatte ich mein stilles Kämmerlein und da konnte ich dann auch so weit loslassen, dass ich weinen konnte, trotzdem auch in der Gruppe, im Kreis integriert. Und ich habe es dann auch im Laufe der Übungen geschafft für mich, mich umzudrehen, als die Tränen so ein bisschen getrocknet waren. Und dann habe ich gemerkt, dass es geht. Ich habe mir die Leute dort angeguckt und es hat sich mittlerweile so viel Vertrauen und Stabilität auch in der Gruppe zu den einzelnen Menschen entwickelt, dass ich dort dann auch mir jemand raussuchen konnte, der an meine Seite gekommen ist. Der hat mich in den Arm genommen, die hat mich in den Arm genommen. Und dann konnte ich auch vor der Gruppe weinen und das war für mich ein riesengroßer Schritt. Was hier wunderbar deutlich wird und in Erinnerung an diese Arbeit mir auch nochmal sehr präsent ist, ist, dass es ganz einfach ist, hier mit dem Prozess der Klientin zu gehen und darauf zu vertrauen, dass das, was wirklich wichtig ist für die Klientin, was sozusagen wesensmäßig ist, von selbst Vordergrund wird, wenn man mit der Klientin diesen Weg geht, wenn man ihr die Unterstützung gibt, zu sich selbst zu kommen. Insofern bedarf es für die therapeutische Arbeit nicht großer methodischer Tricks oder sowas, sondern es geht einfach um die Begleitung des Prozesses. Es geht darum, dass die Gestalt, wie sie von selbst sich entwickelt, sich entwickeln kann und darf. Und wir ja sehen, dass in dem Prozess der Klientin schließlich die Fähigkeit gewachsen ist, sich mit der Traurigkeit und der Bedürftigkeit der Gruppe zu zeigen und von der Gruppe oder von einzelnen Teilnehmern aus der Gruppe Trost und Zuspruch sich holen zu können. Aber was bringt es Susanne, wenn sie wieder weinen kann? Die Fähigkeit, seine eigenen Gefühle anderen Menschen gegenüber auszudrücken, ist eine der grundlegenden kommunikativen Fähigkeiten, die wir besitzen. Wenn diese Fähigkeit unterdrückt ist, dann ist mit Sicherheit eine Störung in der Kommunikation vorhanden. Soweit ich mich an diese Klientin erinnere, hat sie sich im Anfang dieses Workshops immer von den anderen verabsentiert, war in ihrer eigenen Traurigkeit gefangen.
nach dieser Arbeit habe ich sie meistens mit anderen zusammen gesehen und hatte auch den Eindruck, dass ihre Stimmung sich insgesamt gehoben hat. Hier wird deutlich, dass durch diese Möglichkeit in der Arbeit, sich mit den eigenen Gefühlen zu zeigen, einfach ein Durchbruch im Bereich der Kommunikation sich vollzogen hat, der auch anhaltend gewesen ist. Es war so, als wenn mit der Öffnung für die Tränen auch andere Gefühle plötzlich wieder Platz hatten. Gefühle von Freude und Lebenslust, die sie in neuen Kontakt mit sich selbst und anderen Menschen brachten. Kontakt ist hier ein Schlüsselwort. Psychische Störungen haben in der Theorie der Gestalttherapie ihre Ursache in einem gestörten Kontakt mit Teilen der eigenen Person oder der Umwelt. Psychische Gesundheit soll entstehen, indem der Klient mit diesen unerwünschten Anteilen in einen lebendigen Austausch tritt, sie in der Therapiesituation intensiv erlebt und schließlich annimmt. So werden Selbstverantwortlichkeit für das eigene Leben, Autonomie und Wachstum möglich. Wobei der Therapeut sich in diesem Prozess nicht als jemand versteht, der mehr über den Patienten weiß als er selbst. Er hat die Aufgabe, eine Balance zu finden zwischen emotionaler Unterstützung und Konfrontation, bewegt sich aber immer auf Augenhöhe. Gestalttherapie ist eine weiterentwickelte Methode, die aus der Psychoanalyse erwachsen ist, in der Interaktion. Nicht hierarchisch, partnerschaftlich, natürlich, nicht besserwisserisch, diagnostiziert nicht, liegt nicht fest dadurch, sondern ist offen auf ganz neue, immer wieder Ereignisse im Augenblick. Hier und jetzt ist wichtig. Und wenn du den anderen nicht diagnostiziert, fixierst du ihn auch nicht. Und dann hat er die Freiheit, sich immer wieder anders zu verhalten, weil er nicht festgelegt ist. Und dadurch ist Entwicklung intensiver. Die Gestalttherapie kam in den 70er Jahren nach Deutschland und fasste hier schnell Fuß. Eine große Zahl von Instituten bildet heute Therapeuten aus und ein Dachverband, die Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie, sichert deren Qualitätsstandards. Lange Zeit war die Gestalttherapie fast ausschließlich in der Therapiepraxis angesiedelt und es wurden wenig wissenschaftliche Studien über ihre Effizienz durchgeführt. Obwohl sie seit langem erfolgreich im klinischen und ambulanten Bereich angewandt wird, gehört sie daher noch nicht zu den kassenzugelassenen Verfahren. Erst in den letzten Jahren wird verstärkt versucht, ihre Wirksamkeit durch wissenschaftliche Untersuchungen für eine künftige Kassenzulassung zu belegen. Wie revolutionär die Gestalttherapie anfangs in Deutschland erlebt wurde, schildert die Psychiaterin und Psychologin Lotte Hartmann-Kottek, die viele Jahre eine psychiatrische Klinik leitete, in der Gestalttherapie mit Erfolg eingesetzt wurde. Sie begegnete Ende der 70er Jahre, frustriert von der herkömmlichen Psychotherapie und auf der Suche nach neuen Therapieformen, einem Schüler von Fritz Perls, Axel Willemsen. Ein Nachmittag machte der Gestalttherapie. Ich wusste gar nicht, dass das so hieß, aber in der Art, wie der das machte, also ich war hin und futsch und platt. Also erst hatten wir aufzumalen, so wie ich mich erlebe, so wie ich sein möchte und was hält mich ab, das zu sein, was ich sein möchte, also diese Barriere. So, und mit dieser Barriere wurde dann gearbeitet. Und ich erinnere mich, ein Kollege, der malte einen Panzer und da hatte also als Panzer dann zu sprechen. Also das war für mich das Neueste, ne? Das hatte ich ja noch nie mitgekriegt. Und schwuppdiwupp war er über seine Assoziation, stand er vor dem Vater, ja, und hatte also was abgehandelt, was er sich noch nie getraut hatte, ne? Und ging hin und her und natürlich nachher auch Rollenwechsel. Und erstmal wurde es ganz heftig und dann kam es zur Versöhnungsarbeit. Schließlich lag er dem Axel Willemsen in den Armen als Ersatzvater und alles wurde begleitet mit passender Musik. Und nach einer halben Stunde war der also durch seinen Zentralkonflikt durch und war in der Lösung und war glücklich. Und die ganze Gruppe durfte dem also nachher noch ein bisschen Energie zuführen. Das war also auch, was weiß ich, Willemsen seine Spezialität, dass man dann so wie der Betroffene es wollte, auch noch also eine heilende Berührung gab. Und er war also nachher wie neugeboren und ich dachte, Mensch, das wäre es also. Sie hörten von Eva-Christina Zeller das Lebensskript verändern, Fritz Perls und die Gestalttherapie. Alle Beiträge auf dieser CD waren im Radio in SWR 2 Leben zu hören.
Weitere Informationen über die Sendungen in SWR 2 Leben finden Sie auf den Internetseiten www.swr2.de/leben. SWR 2 Leben, montags bis freitags, 10.05 bis 10.30 Uhr. Sendungen aus dem Bereich Psychologie hören Sie meistens mittwochs.